Willkommen zur Podcast-Folge 3. Hallo. Wir tun, als ob nichts passiert ist. Wieso ist nichts passiert? Was war denn? Nix. Gut, will ich auch gemeint haben. So. Alles professionell hier. Also, wir sind bei folgenden Themen: Lego. Ich warte mal, ich tu mal kurz die Beweise vernichten. Videoproduzent. So. Also, Daisy hat zwischendrin sich mal alleine versucht an einem Podcast. Ich würde sagen, das war richtig gut. Löschen? Ja, Beweise vernichtet. So. Also, folgendes Thema heute. Worüber haben wir vorhin am Anfang geredet? Welche Nee, nee, nicht an Klemmbausteinhersteller ich kenne? Klemmbau, nicht an Klemmbau, das davor. Mein Perfekt. Goldfischgedächtnis kickt. Ich weiß es selbst nicht mehr. Meinst ja auch? Ach, Daisy, wir sind am Arsch. Ja, der Titel vom Podcast stimmt halt. Och Mann, jetzt ist das auch nicht mehr drin. Was ist nicht drin? Doch, der Titel ist noch richtig, oder? Komplett verkastet. Doch, das stimmt. Boah, Jesus, jetzt habe ich die Background-Musik ausgemacht. Ey, heute läuft. Oh, boah. Pff. Okay, warte. Chronik. Was ist ein Podcast ohne technische Probleme? Ach so, ich habe über Twitch geredet. Stimmt, Twitch, ja genau, Twitch schon mal geredet. Also, folgendes ist bei Twitch neu. Die haben den Werbesplit anscheinend geändert, also aus meiner Sicht. Ja, weil vorher habe ich mit mehr Zuschauern wohlgemerkt, also wenn ich 20 Zuschauer hatte im Peak, habe ich für jeden Stream maximal 2 Cent verdient an Werbung, wenn automatische Werbung an war. Aktuell sind es knapp 3 Dollar mit 3 Streams mit maximal 4 Zuschauern. Dann frage ich mich entweder, es ist November, also die letzten paar Wochen, Oktober, November, da wo Werbeausschüttungen größer sind, oder Twitch ist in Gönnerlaune. So, dann das andere. Unser heutiges Thema, Lego. Haben wir heute noch nicht drüber geredet. Na, Daisy? Nö, also ich weiß nicht, wovon du redest. Also. Ich weiß auch nicht, worüber du redest. Also, folgendes. Welche Lego-Hersteller kennst du alles? Und du tust jetzt nicht so, als ob du alle kennst. Danke. Ich kenne. Wir haben es doch vorher schon durchgehört, aber ich habe es wieder vergessen. Ehrlich gesagt, ich kenne Lego Playmobil. Lego Playmobil kennen wir im deutschen Raum. Ja. Dann gibt es viele im asiatischen Raum, viele europäische Hersteller, die quasi alle in derselben Fabrik ihren Scheiß herstellen, ja? Und dann Held der Steine kennt man. Mich kotzt an, dass ich jetzt wieder alles erzählen muss. Also. Ja, das war nicht lang. Wir sind schon fast an dem Punkt, wo du vorher warst, Alter. Ja, wir haben auch viel jetzt geschiftet. So. Also folgendes: Held der Steine hat erzählt, dass Q-Man oder Bluebricks, ich weiß es nicht mehr, könnt gerne unten reinschreiben. Müsst aber nicht. Ist mir auch egal. Also, wenn jemand reinschreibt, ich sehe es und tue immer Antworten. Zum Glück ist das übersichtlich bei mir, so ein Kommentar alle 20 Videos. Hat Lego sich hingestellt als große Firma und wollte die kleine Firma drücken, weil die gesehen haben, jo, die bieten bessere Produkte für weniger Geld an. Ja?
und haben ein, die quasi angezeigt, beziehungsweise die gemeldet, dass denen ihre Produkte wohl gesundheitsschädlich wäre für Kinder. Ergo, die haben gesagt, jo, wenn mein Kind, wenn eure Kinder an den Legosteinen lutschen, sterben die instant an einer Vergiftung. Und glaub mir, wäre das so, wäre nicht und Daisy tot. Und es gibt, glaube ich, kein Kind, was nicht mal an einem Legostein gelutscht hat, oder? Ja, ich dachte, das ist normal. Ja. Hat sich dann dahingestellt und gesagt, jo, hat das halt weitergegeben. Ergo, wenn das sowas gemeldet wird, muss das überprüft werden. Und das ist ein längerer Prozess. Ja. Und die Firmen tun alle quasi in derselben Fabrik, ja, diese Steine herstellen im asiatischen Raum. Und dann kriegt der Zoll, also darüber, wo es über dann zur Firma geschickt wird, quasi einen Brief von dieser Prüfstelle. Die sagt, jo, alles, wo die Firma draufsteht, die wird dann geblacklistet, die Firma. Alles, wo dieser Hersteller draufsteht, haltet ihr zurück. Ergo, die kriegen das nicht. So Prozesse, wenn man die langzieht, können über mehrere Jahre dauern. Und besonders kleine Firmen, die sich gerade am Aufbauen sind, kannst du dir denken, mit Kosten und so, dass das vielleicht für die uncool enden kann? Sehr wahrscheinlich uncool enden wird so. Aber was ich mir dann frage, wenn die halt in der gleichen Firma produzieren, wieso ist dann Lego nicht auch dabei? Oder warum sagen die nicht auch, Lego müsste dann ja auch gesundheitsschädlich sein? So? Nee, Lego ist ja schon geprüft, alles. Die sind ja offiziell. Also. Ah, okay. Das ist halt leichter als große Firma, kleinere wegzudrücken, weil die können sich halt Anwälte, Dings und alles leisten. Du als kleiner Typ, der gerade eine Firma aufbaut und keine Lizenzen hast, so schon schwer wahrscheinlich Fans bekommst, weil es gibt ja viele, viele Leute, die sich nur Lego holen, weil da halt mal ein Harry Potter Brand drauf ist, ein Star Wars Brand, ein Marvel Brand oder sonst was, ja. Oder hier bei den kleineren Kindern diese Ninjago-Scheiße. Was zum Beispiel die kleinen Firmen gar nicht haben. Ja, stimmt, ja. Und ja, das hat dann halt eine Welle geschlagen und ich denke mal, die PR-Abteilung von Lego hat gebrannt. Also wie ich das mitbekomme, müsste die schon öfter gebrannt haben. Alleine so wie gesagt, Held der Steine kann ich auch mal unten verlinken. Der zeigt halt, der hatte auch mal eine Klage bekommen, weil er hatte auch so einen, diesen quadratischen Klemmbaustein, so als Logo, wo drüber stand, Held der Steine. Ja? Und Lego haben den einfach weggeklagt, dass der das nicht als Logo nutzen darf. Weil dieser Klemmbaustein ja mit denen in Verbindung steht. Und Lego ist ja viel hinterher, weil Lego hat ja Angst, dass denen ihr Name Lego, ihr Brand, sowas wird wie Tempo. Ja? Was ist Tempo? Ein Taschentücher. Ach so, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Die haben halt Angst, dass den ihr Begriff inflationär benutzt wird. Weißt du, dass dann andere Firmen sich dann Lego draufschreiben können auf ihre Sets. Weil es nicht mehr ein geschützter Begriff ist. Also du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ist es nicht schon so? Also nicht, dass sie es draufschreiben dürfen, aber. Also die sind da dran, jedem, da haben sie auch Held der Steine verboten, weil der in ein paar Videos zu anderen Sets gesagt hat, ja, diese Lego-Steine, bla bla bla, ja, das Lego-Set ist voll schön, obwohl es von einer anderen Firma war. Die haben den abgemahnt, eine Liste mit allen Videos geschickt, wo er das gesagt hat. Und quasi ihm verboten, bessere Sets mit dem Namen Lego vorzustellen. Quasi, das ist schon ein bisschen asozial, ja. Quasi dieses bessere, schönere Set, was du da hast, bezeichnest du als Lego. Das darfst du nicht. Ich tu mal mein Mikro ein bisschen leiser machen, weil das schlägt als aus. Ich gucke jetzt in letzter Zeit, dass wir beide so im grünen Bereich sind, wenn wir normal reden. Ja, jo. Und, ja, ist schon geil. Was halt ich so von Lego komisch finde, ist halt, die meisten Sets würden mich halt gar nicht interessieren. Ja. Das ist mir irgendwie zu komisch. Und das, was mich halt interessiert, ist so brutal teuer.
dass ich mir denke, wieso sollte ich mir das kaufen für die Fahrstunden? Also wenn man mal bei den Releases guckt bei Lego so, die, ich glaube, die machen das nur noch für die Hardcore-Fans und für Geld. Weil, wann kam es letzte Mal ein billiges Lego-Set raus, so für Kinder gemacht? Also ich glaube, so billig kam da schon lange nichts mehr raus. Ich glaube, unter 20 Euro kriegst du nichts mehr. Und in den 20-Euro-Sets sind auch maximal 50 bis 100 Steine, oder? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, weil das, was ich so bisher gesehen habe, was so kleinere Sets sind, hat noch ziemlich, ziemlich wenig ausgeschaut. Achso, dieser Podcast steht für gefährliches Halbwissen. Wir werden hier gar nichts, wir werden hier gar nichts nachforschen. Leckt mich. Wenn ihr es besser wisst, ab in die Kommentare damit. Ich lese mir das durch und tu das dann im nächsten Podcast vielleicht mal kurz erwähnen, dass es mir richtig erklärt wurde. Kuss. Ganz einfache Geschichte. Und im nächsten Podcast wird dann wahrscheinlich schon hier, siehst du dieses weiße kleine Regal da hinter mir, wo die Xbox und so drin steht? Jo. Da wird dann wahrscheinlich eine beleuchtete Vitrine mit Anime-Figuren stehen, das nächste Mal. Aber das gute Ikea-Regal. Ja, das Ikea-Regal kommt da hier neben mich. Ah, okay, passt. Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich hier noch so vielleicht die Kante von dem Schrank sehen. Ja, das ist eigentlich schon das, was ich zu Lego sagen wollte. Was gibt's denn bei dir noch? Ja, ich finde das ein bisschen asozial schon, aber ich kann es auch so ein bisschen verstehen, wenn die jetzt wirklich etwas markenrechtlich geschützt haben, dass sie dahinter sind. Ah ja, klar, aber... Aber gegen manche Sachen kann man sich auch nicht wehren. So, die versuchen das mit allen Mitteln, ja? Aber nenn mir einen, der so ein Klemmbaustein-Set sieht und nicht dazu Lego sagt. Ja, das habe ich ja vorhin gemeint mit so teilweise schon in der Fall. So teilweise sagst du ja sogar zu Playmobil Lego. Habe ich bis jetzt zwar noch nicht gemacht, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das passiert. Ja? Das ist das, ja. Es ist jetzt nicht so, dass man da steht und sagt so, bring ich nicht in Verbindung. Und ist das überhaupt so etwas richtig Schlechtes, wenn man das alles mit Lego in Verbindung bringen würde? Ja, ist es. Ist es, weil viele, viele Leute die Klemmbausteine mit Lego in Verbindung bringen. Und das kommt ja darauf an, was auf der Packung draufsteht. Das heißt, ergo, wenn das nicht mehr ein geschützter Begriff ist, darf jeder Schwanz Lego auf seine Packung schreiben. Ergo, das einfach so nicht mehr, ergo, warte. Okay, ich erkläre dir das anders. Stell mal vor, du gehst in den Laden. Jo. Du stehst vorm Regal mit den Klemmbausteinen. Du siehst dann Playmobil, Lego, siehst dann Q-Pricks und Dings, diese ganzen Marken, die du nicht kennst, die guckst du dir erst gar nicht an. Du gehst instant zu Lego oder Playmobil und guckst dir die neuen Sets an. Und wenn du sowas sammelst, dann nimmst du sowas. Ja? Und wenn diese Marke nicht mehr geschützt ist, sowas holst du dir lieber im Laden. Für 50 Euro ein Set, was scheiße ist, wo wenig Steine drin sind und schlecht verarbeitet ist. Oder für 50 Euro ein Set, was wahrscheinlich die doppelte Anzahl an Teile hat, besser designt ist und mehr Logik dahinter steckt und auch Lego draufsteht. Was holst du dir lieber? Natürlich das Zweite, weil mehr drin ist. So. Richtig. Das ist völlig klar. So, und da geht der Markengedanke dann weg. Aber was ich mir halt frage, ist für den Hintergrund, kann das einfach so nicht mehr geschützt sein? Ich meine, das Begriff nee, ist so geschützt. Ja, ich glaube, das ist so eine gewisse Jahresanzahl. Du kannst ja nur über gewisse Jahre deine Marke schützen. Ja, dann läuft das ab. Und die müssen das dann immer erneuern. Und wenn die das verschlafen zu erneuern rechtzeitig, dann passiert das, was mit Tempo passiert ist. Ah, okay. Genauso wie die, ganz lustig jetzt, die Post hat auch das verkackt. Der Begriff Post kam von der Deutschen Post. Mhm. Vorher hieß das ja Sendung und bla, ja. Und weil die verschlafen haben, den Begriff Post zu schützen, was sagst du zu deinen Briefen und Zeitungen? Das ist auch Post. Richtig. Post war mal ein geschützter Begriff. Ah, okay. Ja, das
bisschen mehr dahinter, als man sich so denkt. Ja, die Post hat es halt verschlafen zu schützen. Anstatt in Lego Talk gehen wir jetzt hier so einen rechtlichen. Ja, das ist interessant daran, weil das wusste ich ja zum Beispiel noch nicht, so, wie das so funktioniert. Hintergrund. Mich würde mal interessieren, ob Blado mit der Knete, ob da auch sowas ist. Weißt du, ob der Begriff Knete geschützt ist? Warte, das tue ich mal kurz nach. Knete glaube ich nicht. Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Knete-Welt, Junge. oh Mann, Alter. Nee, anscheinend nicht. Also bei Google wirft nichts aus. Also, ja. Ja, Play-Doh ist halt schon geschützt, aber Knete, das wäre ein bisschen. Aber hätte mich mal interessiert, ob das mal jemals geschützt war. Mich interessiert, woher der Name halt stammt, so jetzt dann direkt. Gab es das davor schon? Hat man das davor schon gesagt? Oder erst seitdem das Produkt auf dem Markt ist? Weil dann wäre es halt schon so, dass es vielleicht geschützt werden ist. Aber wenn es davor schon gab? Ja, kann halt sein. Allein, dass viele, viele Leute sagen zu Geldknete. Stimmt, ja. Deswegen weiß ich nicht. So, nächstes Thema. Neue Games, die jetzt rauskamen. Also, God of War ist für mich so ein ewiges Thema. Das begleitet mich schon, glaube ich, seit meinem 14. Lebensjahr, seit ich mit auf dem Angelausflug war. Angel mich null interessiert hat mit 14. Ich mich auf den Campingstuhl gesetzt hat, irgendein Kumpel von einem Verwandten von mir seine PSP mir in die Hand gedrückt hat und ich God of War gespielt habe. Da ist das Leben. Ja, auf dem Boot schön. Nee, auf dem Angelstuhl am Rand von einem Fluss. Ach so, okay. Auch das Leben. Ja. Auf jeden Fall. Also. Ja, soll noch weiter? Ragnarok soll sich jetzt darum drehen, um Ragnarok. Ist Ragnarok nicht irgendwie das Ende der Welt oder so etwas? Oder vertue ich mich? Nee, das soll den Krieg zwischen den Asen und den Riesen widerspiegeln und quasi das Ende der Götter. Ja? Und da gibt es halt viele, viele Fragen, wie zum Beispiel Atreus soll ja Loki sein, also Kratos' Sohn. Spoiler. Nee, nicht Spoiler, der erste Teil ist schon locker 5-6 Jahre draußen, sondern ja, alle Schnauze halten. Man hat es am Ende gesehen, dass das er ist, also. Und ja, was mich halt direkt gestört hat, ich habe schon mal reingeguckt ins Spiel, ja, über Stream, PeteSpeed, dass der erste Teil geendet damit hat, dass Atreus und Kratos vor der Hütte sind und dann Thor vor ihnen steht. Also da geendet, sind wir zurückgekommen nach ihrer Reise und dann ein paar Jahre später. Ja, und der zweite Teil geht damit los, dass sie einfach random irgendwo am Arsch der Welt sind und gerade einen Hirsch gelegt haben. Dann stört mich noch an der Mythologie daran, dass die zwar Fenrir einführen, jetzt Spoiler Alert, obwohl das sind die ersten 10 Minuten im Spiel, come on bro. Und direkt Fenrir töten. Normalerweise ist ja laut der Sage Fenrir der, der Odin frisst. In Ragnarök. Ja? So, why führt ihr den ein für 2 Minuten? Okay, ich will nicht viel drüber ranten. Vielleicht kommt er ja wieder. Vielleicht wird er wiedergeboren, weil Atreus irgend so eine Murmel in der Hand hatte. Was weiß ich, was die da jetzt machen mit der Story. Ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch gar nichts davon gesehen, aber ich freue mich. Ich werde zwar auch nicht auf dem PlayStation spielen, weil... Ja, ich warte, bis es für den PC kommt, ganz genau, altmodisch. Ich werde auch keine PlayStation holen und werde auch auf dem PC warten. Aber
Was ich also sagen kann, so, wenn es wieder so vom Kampfsystem ist wie der erste Teil, könnte es für mich ein bisschen langweilig werden. Weil das Kampfsystem fand ich nicht so geil. Aber ich habe gehört, es wurde um einige Stellen gut verbessert. Ja, was mich halt stört, selber Punkt wie Zelda, die Itemvielfalt. Warum gönnt ihr das heutzutage den Spielern nicht mehr? Das hat die Spiele für mich immer interessant gemacht. Ich kriege Progress und neue Items, mit denen ich neue Sachen machen kann. Ich kann variieren in Kämpfen, ich kann das machen. Wenn ich Bock habe, kann ich irgendwelche Waffen kombinieren und dann so Zack-Zack-Kombo, weißt du. Warum wird das einem genommen? Das fand ich auch im ersten Teil schon ein bisschen komisch, dass man immer die Axt macht oder dann halt mit einem Schild kriegt man noch dazu und noch irgendetwas. Ich meine, nehmen wir mal hier God of War 3 oder ich glaube, das war 3. So, hier, da mal Herkules die Schnauze eingeschlagen mit seinen komischen Tigerhandschuhen, da mal. Twitch, es geht um ein Game. Wir sind natürlich gegen Gewalt und tun uns natürlich distanzieren von Gewalt. Ich erzähle nur, wie dieses Spiel war. Oder hast Hermes diese Flügelfüße abgerissen und konntest dann damit. Das weiß ich noch ziemlich genau. So, du hast dir quasi deine neuen Items verdient. Und dann nehmen wir mal Zelda Twilight Princess. Ich weiß noch den Moment, als ich in diesem Eisschloss war, oben auf dem Gitter da stand, von unten da diesen Ritter mit seinem Morgenstern gesehen habe. Mein erster Gedanke war: Bitte lass mich den Morgenstern looten. Und wie glücklich ich als heranwachsender Jugendlicher war, als ich diesen Morgenstern benutzen konnte. Item Vielfalt hat immer ziemlich geil, also zumindest wenn es um so Waffen geht. Ja, und jetzt ist halt die Item Vielfalt, zum Beispiel bei Breath of the Wild, hier hast du ein Item, aber hab nicht so lange Spaß damit. Genau, das ist auch ein bisschen nervig, dass er sofort zerbricht. Ja, ist so eine krasse Waffe, aber. Heb sie dir lieber auf. Heb sie dir lieber auf. Tut sie nicht. Heb sie dir auf und vergess sie dann beim Bosskampf. Genau. Und denk dir dann nach dem Bosskampf, nachdem du dich eine Stunde abgemüht hast, den zu killen mit scheiß Waffen. Ah, scheiße, die hatte ich ja auch noch. Alles Horden. Das sind aktuell unsere Zockerprobleme, die wir haben. Ach so, was sagst du zu sorry, dass wir heute ein bisschen wild unterwegs sind mit gemischten Themen, aber schon ganz geil. Zu den Pseudo-Pokémon. Wie Pseudo-Pokémon? Also es ist ja üblich, dass wenn Pokémon eine Generation rausbringt, es immer 2 bis 3 Typen gibt. Wie zum Beispiel Diamond Pearl, Silber Gold, bla bla. Ja? Ja, genau. Zum Beispiel Fee sind gerade dazugekommen. Dass man in einer Edition die Pokémon fangen kann und in einer anderen Edition die Pokémon fangen kann. Ja? Also so meinst du? Ja. Hat irgendwie so ein bisschen was, wenn man Kumpels hat, mit dem man tauscht kann, ist das schon ziemlich geil. Wenn man es nicht hat, ist das einfach. Ja, aber brauchst du ja heutzutage fast gar nicht mehr wegen den Wundertausch. Genau, Online-Tausch. Also alleine deswegen finde ich es nicht so brutal schlimm. Es gibt jetzt Pseudo-Pokémon, die je nach Edition, also Karmesin soll ja für die Vergangenheit stehen und Purpur für die Zukunft. Es gibt einige Pokémon, ich glaube darunter Pummeluff und Donphan, die dann eine Vergangenheitsform haben und eine Zukunftsform. Donphan ist dann in der Vergangenheitsform so ein Mammut mit riesen Hörnern und sieht übel krass aus. In der Zukunftsform ist das auf einmal so ein Metallkreisel-Beyblade mit. Guckst dir am besten nicht an, das ist so hässlich designt. Ja, ich finde die Idee cool, dass man dann sagt, so, ey, wenn wir schon Zukunft-Vergangenheit machen, was auch eigentlich schon bei Sonne-Mond der Fall war, dass wir auch ein paar Pokémon nehmen und denen halt ein zukunftsversiertes Aussehen geben oder ein vergangenheitsversiertes Aussehen mit halt den gewissen Typen, die dazu passen. Also die Idee ist wirklich nice, aber was mich halt dann immer stört, ist so, die neuen Pokémons gefallen mir zum größten Teil gar nicht. Hast du auch dieses neue Münzen, Gierspenst heißt das, glaube ich,
dieses komische Münzen-Pokémon da, wo es die zwei Formen hat, mit einmal in der Truhe und einmal dieses Wandernde. Mit dieser Münze auf dem Rücken. Ich habe noch nicht so viele neue Pokémon gesehen, das zum Beispiel gar nicht. Aber die Giraffe zum Beispiel habe ich da schon gesehen da. Ja, Giraffarik. Und ich dachte so, ey Jungs, ich habe den schon in Silber-Gold-Edition gehasst, Giraffarik. Einfach so, als es ist nicht teamstark genug, dass du es in deinem Team haben willst, ja. Und dann kommt noch dazu, wenn du es wild antreffst und dir so ein Verwirrungsstrahl in die Fresse haut und du dann auch noch vielleicht nicht flüchten kannst oder noch klein bist und noch nicht reizt, dass du auch einfach flüchten kannst, anstatt das zu verhauen. Diese Debuff-Pokémon sind mir schon damals übel auf den Sack gegangen. Sind aber auch ziemlich stark für zum Beispiel so, für so Multiplayer-Kämpfe. Hört man eigentlich die Musik ordentlich im Stream? Ich bin mir nicht sicher. Achso, ich hab's jetzt ein bisschen lauter gemacht. Bisschen lauter ist okay, aber man hört die schon. So, dann folgendes. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu God of War. Ja, Rainer? Und zwar das, was mich wirklich interessiert, wenn dann die Game Awards kommen. Die kommen ja, glaube ich, im Dezember oder jetzt schon den Monat. Mhm. Ich glaube erst Anfang Dezember. Ja. Welches Spiel Game of the Year wird? Das würde mich interessieren. Entweder God of War oder Pokémon. Oder Elden Ring. Das ist etwas, was mich richtig interessiert und wo ich mich drauf freue. Elden Ring oder God of War? Jo. Ich finde, die beiden kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja, aber es gibt ja immer so Dinger, wo es mit mehreren Kategorien, wo Winner rauskommen oder wo Gewinner halt kommen. Und dann gibt es ja dann Game of the Year. Achso, ja. Und welches jetzt dann Game of the Year wird? So? Wahrscheinlich God of War. Ich weiß nicht. Ich finde beide Spiele so, also God of War finde ich die, glaube ich, den ersten Teil von der neuen nordischen Mythologie, von der Story, richtig geil gefunden. Ich glaube, das machen sie auch wieder richtig gut. Und Elden Ring ist halt auch so ein Spiel, was sehr, sehr stark geliebt wird. Und aber es sind halt, wenn du dir mal die Game of the Year Spiele von den letzten Jahren anguckst, welche haben denn immer gewonnen? Die mit der krasseren Story oder die hübscher war? Ich weiß doch gar nicht mehr. Ich weiß, der erste God of War wurde, glaube ich, Game of the Year. Richtig, The Last of Us zum Beispiel wurde Game of the Year. Aber ich glaube The Witcher 3 wurde Game of the Year. Das auch, ja. Und aber Dark Souls wurden auch ein paar Spiele Game of the Year. Und Tomb Raider, glaube ich, eins. Also. Oh, unser gefährlicher Halbwissen-Stream, Alter, mega geil. Habe ich das hier in dem neuen als gesagt, dass wir ein Halbwissen-Stream sind? Ja, haben wir schon gesagt. Gut. Aber ich denke, Dark Souls wurde auch schon öfter Game of the Year, also. Ja, aber. Und das weiß man auch nicht, dass da auch, dass es halt nicht das größte Story-Spiel ist, sondern eher das Lore-Spiel, eher. Ja, aber. Also, können wir auch irgendwas machen? Können wir auch zusammen anschauen oder sowas vielleicht? Ja, können wir machen. Weil ich werde es mir sicherlich anschauen. Wir sind gerade mal 28 Minuten drin, Alter. Wird heute eine kürzere Folge, ne? Na, finden schon noch ein paar Themen. Ja. So ist es nicht. Bisschen freestylen. Wacka, wacka. Hin und her springen. So, dann gibt's Neues. Ich bekomme jetzt Weihnachtsgeld. Wird direkt gottlos ausgegeben. Dann. Ach so, was sind deine Pläne für Weihnachten? Fangen wir mal so an. Nicht so viel. Länger arbeiten. Weil bei uns Weihnachtszeit viel zu tun ist. Länger. Ja, du weißt halt, was ich arbeite. Ich denke, ich sitze da im selben Boot. Ja. Weil, anders gesagt, ich bin so. Scheiße. So viel geplant habe ich noch nicht. Sagen wir mal so. Achso, ja, ich meinte aber so Besorgung. Gönnst du dir irgendwas von deinem Weihnachtsgeld? Hast du irgendwas geplant? Achso, ja, natürlich. Also,
Was schon mal feststellt, ich will mir einen neuen PC kaufen. Okay. Mal einen gescheiten. Ja, dass du nicht immer am Rumruckeln bist, meinst du? Ja, das passiert so und so durch mein Internet. Vielleicht mal ein neues Mikro. Als kleiner Anschubser. Ist doch gut. Mhm. Ja, kann man sich auch schon mal gönnen. Also, PC ist halt Eins, nur das was du Größte. nicht 2 mm näher an deinen Mund schiebst und auf einmal 1000 Dezibel lauter wissen. Also, da habe ich auch schon Geld zusammengespart und da wollte ich jetzt noch warten, bis so neues Zeug rauskommt. Neue Generation rauskommt von den Grafikkarten, die jetzt raus Ja, die ist. ist ja draußen. Jo. Und das wird meine größte Einkaufsding so und ein paar Spiele halt wahrscheinlich in den Sale oder sowas, Weißt du, aber. was ich mal hoffe? Einfach mal, dass ich mal eine E-Mail bekomme. Ja, ich habe keine Impressum angegeben, deswegen kann mir wahrscheinlich niemand eine E-Mail schreiben. Ich muss noch ein Impressum reinschreiben. Einfach nur eine E-Mail, weil meine persönliche Adresse, Namen, Telefonnummer können die knicken, wenn ich das irgendwo reinschreibe. Nee, nee, das ist so und so nicht. Und das ist, glaube ich, nur für Leute, die eine eigene Firma angemeldet haben, dass die, also, die dann selbstständig sind damit. Jo. Ich hoffe einfach mal fürs nächste Jahr mein. Was sind eigentlich deine neuen Jahresvorsätze? Ich weiß, das Thema ist jetzt ein bisschen früh. Ich werde dich wahrscheinlich dann kurz vor Neujahr dann nochmal damit nerven. Jetzt mal eine ehrliche Meinung hören. Ja. Ich hatte noch nie Neujahresvorsätze. Na, ich auch nicht. Aber es gibt ja Dinge, so gewisse Dinge, die man sich vornimmt. So, ey, das muss ich mal wieder machen. Oder damit will ich anfangen oder sonst was. Ich hab ehrlich gesagt nichts. Also bei mir steht ganz oben mehr Stream. Also regelmäßiger Stream, mehr Content, mehr Games. Wo ich dich natürlich dann öfter mal mit ins Boot hole. Deswegen habe ich ja dich gefragt, ob du Bock auf It Takes Two hast. Dann wieder ans ACE, also wieder meinen Verein, wieder pumpen. Und ja, ich will aufhören zu rauchen. Das Problem ist, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber so beim Rauchen aufhören, ich habe immer mit dem Rauchen aufgehört, so wenn ich das Gefühl hatte, so ey, ich brauche jetzt irgendein Erfolgserlebnis. Ja? Weil ich weiß, hört sich dumm an, ich habe immer mit dem Rauchen aufgehört, so wenn ich gerade am Rauchen bin. Das ist jetzt nicht so, dass ich aufgehört habe 2 Tage und dann wieder geraucht habe, sondern das waren dann so Sprünge wie da 3 Monate nicht geraucht, da ein halbes Jahr nicht geraucht, da ein Jahr nicht geraucht. Ich glaube, das längste waren mal 2 Jahre, wo ich nicht geraucht habe und dann einfach wieder angefangen habe. Sondern weiß ich nicht, so wenn ich ein Erfolgsgefühl brauche. Aber aktuell so bin ich halt so sehr gefestigt. Ja. Ergo, so, mir geht's gut. So klar gibt es ein paar Themen, die mich abfacken, wie zum Beispiel das mit dem Studium. Aber so mit dem Aufhören weiß ich nicht. Ich glaube, so aktuell würde das so meine Stimmung so kippen, wenn ich aufhören würde komplett. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß von mehreren Leuten, dass das die ersten Wochen so der Fall ist. Nein, nein, das ist genau bei mir andersrum. Die ersten Tage geht es. Die ersten Tage merkst du gar nichts. So und dann so nach 5, 6, 7 Tagen, dann wird's schlimm. Dann ist bei dir ein bisschen anders, weil die Leute, die ich halt so kenne, die haben gesagt, die ersten Wochen waren ein bisschen härter, aber dann ging es eigentlich. Nee, die erste Zeit merkst du gar nicht, dass dir was fehlt. Ja. Dann. Warum lachst du? Gibt's aktuell Animes, die du dir reinziehst? Ja, eine, die du mir vorgeschlagen hast, werde ich mir jetzt bald reinziehen. Ja, Fire Force? Aber Netflix hat voll aufgefahren mit den Animes, ne? Die haben jetzt Demon Slayer, die haben Fire Force. Und ich so, läuft bei euch? Echt, wenn ich nachschaue, denke ich mir so, die haben ein, zwei hinzugefügt, aber das war's. Ja, aber geiler. Aber Fire Force findest du ja nirgendwo anders auf irgendeiner Streaming-Plattform. Das ist dann schon gut. Ja. Also ich hätte mal Lust auf
Worauf ich wirklich Lust hätte, wäre Overlord mal weiter zu gucken. Aber finden erstmal, wo man das kann, so. Trust me, die coolsten Fähigkeiten in jedem Anime sind Feuerfähigkeiten. Und Fire Force besteht nur aus Feuerfähigkeiten. Du willst das gucken. Ja, ich werde es mir auch angucken. Das habe ich mir schon vorgenommen. Aber... Allein für das Intro. Dazu sage ich nur Latom, mein Bruder. Aber so Animes direkt... Weiß ich noch keine, die ich noch so wirklich schauen würde. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, To Your Eternity zu gucken, weil der anscheinend nice sein soll. Auf die dritte Staffel von Jobless Reincarnation zu warten. Habe ich dir da auch vorgeschlagen, dass du den guckst? Mit Rudi. Naja, das, was du letztes Mal gesagt hast. Mhm. Jo. Und. Was denn bei mir oben alles auf? Digimon Ghost Game ist offen, habe ich nicht weitergeguckt, weil es Animes gibt, die gerade spannender, geiler sind. Ja. Dann Bleach natürlich. Was aktuell am Laufen ist. Falls jemand fragt, ja, mein Sitz ist in einem Land, wo das gespielt wird. Und ja, sonst... Ach, In Another World with My Smartphone habe ich noch geguckt. Klingt komisch. Klingt komisch. Ah ja, da soll ich dir mal zusammenfassen, wie die Story ist? Ja, kannst du machen. Also, da ist ein Dude. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie er heißt. Atoya Moshizuki. Das ist so ein kleiner Boy. Ja. Also schon, glaube ich, jugendlich so vom Aussehen. Der wird aus Versehen gekillt, weil Gott aus Versehen Blitz auf die Erde fallen lassen hat. Weil dem das leid tut, sagt er so, ey, ich belebe dich wieder in einer anderen Welt. Du behältst deine Erinnerung und du darfst dir was wünschen, was du mitnehmen kannst, ja. Dann sagt er, jo, weil ich mein Handy so viel nutze, kann ich mein Handy mitnehmen. Aber kann ich dann da noch mit Sachen machen? Also, ja, ja, ich stell dir das ein, dass du die Nachrichten von deiner Welt empfangen kannst und alles. Und ich speichere... Kurze Background-Frage. Ja? Wie soll das Handy wieder laden? Das war sogar wirklich eine Frage, ja, die er gestellt hat. Wie soll ich das laden? Dann sagt er, ja, in die neue Welt, wo ich dich schicke, gibt es Magie. Und du kannst das dann ganz einfach mit Magie laden. Ja? Die wichtigste Frage schon gestellt, weil wenn jetzt das Handy mitnehmen würde und dann nicht laden könnte, dann ja, das wäre scheiße. Und, warte. Dann sagt er noch so, ja, und ich speichere mal meine Nummer ein. Und dann guckt er so auf sein Handy, Gott ruft direkt an, er hat sich selber mit Gott eingespeichert. Er so, ja, ziemlich arrogant, sich selber als Gott einzuspeichern. Und ja, dann lernt er, dann läuft er halt in seinen alte Weltklamotten rum, ja. Also so normale Schuluniform. Bin dann direkt von einem, der denkt sich dann direkt so, jo, ich habe kein Geld, ich muss jetzt gucken, was ich mache. Und dann kommt so ein Designer vorbei und will direkt seine Klamotte abkaufen. Ja, weil er die Klamotten-Style noch nie gesehen hat. Und dann geht's so langsam los. Ja. Dann lernt er zuerst so Zwillinge kennen, so zwei Mädels. Die ihm dann so alles über die Welt zeigen, Magie zeigen, bla. Und ja, dann geht das so weiter. Also der Anime ist ganz okay. Ist halt so ein Romance-Comedy, Isekai, Schrägstrich, Harem-Ding. Weißt du? Also nichts. Also nicht sexuell, sondern einfach nur der. So. Ihr Sword Art Online-Style, so zig Weiber, die was von dem wollen. Was ich mir jetzt frage, wird das halt. Ist gerade super lieb, dieses Isekai-Ding, weil jedes Mal, wenn ich was höre über Anime, ist lauter Isekais irgendwie. Ja, das ist aktuell Trend. Aber das ist wie, als es eine Zeit lang nur Shonen gab. Also Battle-Shonen. Jo. Also. Naruto-Style, oder? Ja. Als dann Dragon Ball kam, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, etc. Was die nächste wichtigere Sache ist, was willst du, oder für mich, was willst du nächstes zocken?
Als nächstes. Natürlich Pokémon Karmesin habe ich mich entschieden. Ja. Ist mir egal, ob die Community den Vergangenheitsdrachen hatet, weil der ein bisschen retard aussieht. Ist mir egal. Ich fühle den mehr als diesen komischen Space Jet Typen da. Space Jet Drachen. Dann zocken. Schwierig. Also ich hatte vor, jetzt mal alles abzuarbeiten, was ich noch offen habe. Ergo Pokémon Uranium. Demon Slayer. Lass ich kurz drüber nachdenken. Die Nuzlocke, die Random Nuzlocke Challenge mit Pokémon Heart Gold Soul Silver wollte ich durch. Dann wollte ich Evoland streamen. Ergo, ich habe ein kleines Repertoire an Spielen, die ich noch streamen kann. Mir ist gerade so, dass ich Control spiele. Mhm. So ein. Du bist eine Frau, kommst in irgend so ein Gebäude rein, was so ein bisschen wie so ein Fischergebäude ist. Ja. Und alles ist weird, irgendwie der Leiter bringt sich irgendwie selbst um und dann bist du auf einmal der Leiter und irgendwelche komischen Gegenstände, die Magie machen und du musst herausfinden, was das ist, kriegst neue Fähigkeiten. Ist so ein bisschen angelehnt an diese Creepypasta-Geschichten von früher. Und weißt du, was mich gerade verwirrt? Kann das sein, dass mein Mikro rauscht oder so? Warte. Weil mein Mikro schlägt die ganze Zeit aus. Nee. Macht das also bei mir im Discord nicht und im Stream auch nicht. Aber mein Mikro ist die ganze Zeit auf. Gib ihm. Achso, falls Fragen sind mit meinem Mikro, ich habe das Razer Siren Mini. Das ist einfach ein normales USB-Standmikro und du merkst ja die Qualität. Ich habe da kein Phantomspeisegerät zwischen oder sonst was. Muss mir noch einmal schicken, wenn es vorbei ist. No. Ding, genau, also Control spiele ich gerade zur Zeit und jetzt dann geht die Beta von Warhammer 40k Darktide los. Mhm. Wo ich auch noch ein bisschen drüber reden will und da habe ich auch richtig Bock. Das beginnt am 17. Und ja. Am 30. erscheint es. Dann, wenn du es gezockt hast, kannst du mir gerne in Ruhe alles erzählen. In unserem Podcast. Dann baller ich dich mit Pokémon-Infos zu, wo ich gerade bin, wo ich hänge. Und ob ich mich verlaufen habe oder überhaupt noch das Pokémon, den Pokémon-Teil spiele, was ich wahrscheinlich werde. Ah ja, Leben ist hart, weißt du doch. Und ja. Also, top. Na. Haben wir sonst noch was? Na, ich glaube nicht. Für heute sind wir, glaube ich, durch. Gut, dass wir das Thema Lego hatten und über alles andere geredet. Dieser passiert. Stream steht für das, wie er heißt. Ist auch so, aber... Komplett am Thema vorbei, über das reden, was uns interessiert. Und gefährliches Halbwissen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Was du schon was sagen kann, beim nächsten Mal kommt noch jemand dazu? Ja, stimmt, wir haben das nächste Mal einen Gast. Da müssen wir noch mit dem die Woche reden, was wir überhaupt machen wollen. Oder ob wir einfach wieder wie heute ein bisschen random. Und dann ist das nächste Mal wieder Daisys Kaffeetrinker da. Ich brauche meinen Kaffee. Heute geht er mir schon ab. Kaffee. Ja, heute siehst du eher so aus, als ob du am Marathon teilnehmen willst. Ja, die Sucht, das ist die Sucht, die Kaffeesucht. Ich wollte sie aufhören, aber es geht nicht. Oh Mann, ey. Meinst du, es gibt jemanden, der diese Lego-Modell umgebaut hat zum Fernsteuern? Sehr gut. Ah, wir gehen ja wieder in eine Richtung, wo ich nicht hin will. So, das war's für heute mit dem Podcast. Hier geht's gleich weiter mit Reaction. Diesmal hat Daisy die Videos rausgesucht, wenn sie scheiße sind, den da hinten. Und... Oh.
So, dann bis gleich, Tüdelü.